Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt30.de mit dem Ausblick für die Woche ab dem 15. August. Ja, es sieht heute ein bisschen leerer aus auf dem Bildschirmhintergrund. Das hängt damit zusammen, dass wir uns heute etwas intensiver dem DAX widmen werden, weil da zwei, drei Sachen sind, die ich in der kommenden und der darauf folgenden Woche für wichtig halte, möglicherweise auch für die kommenden Wochen oder Monate. Und den DAU gucken wir uns an und unsere Newsletter-Abonnenten werden am Sonntagabend genauso wie die im Leserstream und im Premium-Blog natürlich noch ein Update bekommen für den Montag für den S&P und Nasdaq. Und sofern ich die Zeit finde, packen wir vielleicht auch noch Gold oder Bitcoin mit hinein. Ansonsten werde ich das wieder am nächsten Wochenende machen. Dieses Wochenende ist meine Zeit ein bisschen begrenzt. Ja, gucken wir uns mal an, was der DAX in dieser Woche fabriziert hat. Letzte Woche war der Schlusskurs bei 13.573 und heute hat er bei 13.795 die Pforten geschlossen. Und es war ja überall zu lesen, die 13.800 ist wichtig. Ich bin da ein bisschen pingeliger und sage eben, die 13.795 ist wichtig. Haben wir uns ja auch in den letzten Wochen immer wieder angeguckt. Das ist nämlich das Allzeithoch vor dem Covid-Absturz. Also punktgenau, 13.795. Und damit hat der DAX irgendwo auch klar gemacht. Er hat zwar kurz mal drüber gelugt, aber kam eben per Schlusskurs nicht drüber. Er läuft jetzt nachbörslich. Wir haben es 19.28 Uhr. Da läuft er nachbörslich bei 13.841. Aber das muss für den Montag erstens nichts bedeuten und zweitens handeln die US-Indizes noch weiterhin auf Erholungskurs, aber das muss ja auch bis 22 Uhr nicht so bleiben. Das müssen wir abwarten. Gut, auf jeden Fall hat der DAX damit 221 Punkte in dieser Woche zugelegt. Das ist nicht dramatisch, aber es ist für die Bullen erfreulich. Ob es so bleibt, werden wir sehen. In der kommenden Woche haben wir am Freitag kleinen Verfall. Ich werde im Blog und im Newsletter auch nochmal am Montag oder Dienstag darauf eingehen. Und da das Verfallstagdiagramm von Stockstreet.de nochmal aufnehmen oder darauf eingehen, dass die uns allen freundlicherweise zur Verfügung stellen. Ich halte es immer für ganz hilfreich. Ja, was gibt sonst zu sagen? Eigentlich nicht zu viel, nicht? Wir haben kräftiges Gap-Up gehabt, mit Plus geschlossen, kleines Gap-Down. Der vermeintliche Turnaround-Dienstag, der ging eben runter bis nach 13.514. Dann kam der Mittwoch mit 52 Punkten Gap-Down und einem wichtigen Tief bei 13.455. Da schauen wir uns noch an, warum das wichtig ist. Und da war zu erwarten, so habe ich es dann auch im Newsletter und im Blog kommuniziert, da war, ja, ich sag mal, für den Rest der Woche und für den Tag Gutes zu erwarten. Wir haben dann am Donnerstag kurz pausiert. Heute gab es nochmal einen kleinen Nachschlag von 101 Punkten. Alles in allem nicht spektakulär. Die Volatilität mit 154 Punkten Durchschnitt in der Woche oder täglicher Durchschnitt nicht groß verändert gegenüber den letzten beiden Wochen. Und das, was man natürlich auch noch bedenken muss, wenn wir uns das Volumen anschauen, so sind wir immer noch unterirdisch mit dem Volumen unterwegs. Ja, und das bedeutet einfach, entweder beteiligen sich die Bären noch nicht an dieser Bärenmarkt-Rallye, das heißt, die sehen den Punkt noch nicht gekommen, wo sie draufhauen, sofern sie es denn vorhaben. Ist auf jeden Fall in so einer Situation bequem für die bullische Fraktion. Man kann mit relativ geringen Umsätzen die Kurse zur Oberseite pushen. Ich habe deshalb auch in den Ausblicken geschrieben, dass ich eigentlich sehnsüchtig auf den ersten Volumentag warte, denn der wird uns möglicherweise sagen, ob diese Rallye das sind ja echte Käufe, aber ob diese Rallye eben eine Low-Volume-Rallye ist, die nichts weiter ist und bleibt als eine Zwischenerholung, bevor wir einen weiteren, tieferen Schritt zur Unterseite machen. Oder es kann ja auch sein, dass wir gute News bekommen und es gibt einen fetten Volumentag, der uns 200, 300 oder 400 Punkte nach oben trägt, weil es politisch, im Bereich des Ukraine-Konfliktes, der Gasversorgung,
auf wundersame Weise gute News gibt. Darf man nicht ausschließen. Also der erste Volumentag nach so einer Durststrecke, die sich jetzt also wirklich schon über 3 Wochen hinzieht, der wird meiner Meinung nach uns hilfreich sein bei der Beurteilung der Lage für die kommenden Wochen und Monate. Gut, der Pivotpunkt am Montag 13.771, der der kommenden Woche 13.688 und der des Monats August verbleibt noch bei 13.130 und die Differenz zum Monatsultimo des Juli hier am 29. gemacht bei 13.484 beträgt 311 Punkte. So, fangen wir kurz mal an, indem wir in den Newsletter reinschauen. Den gibt es ja für monatlich 15 Euro auf projekt30.blog. Da gibt es keine Anmeldeliste, das heißt, jeder kann diese Adresse aufrufen, projekt30.blog, und sich dort registrieren und dann eben einen Monat für 15 Euro buchen oder 3 Monate für 40 Euro und sich helfen lassen oder sich bei der Orientierung helfen lassen. Ich will ganz kurz mal durchflippen, dann muss ich nämlich bei den aktuellen Charts weniger reden. Wir hatten am, das ist der Ausblick für den 9. gewesen, also am 8. veröffentlicht, und also der Handelstag Montag war vorbei, das war der Ausblick für den Dienstag. Da haben wir im Minutenchart M5 so etwas ähnliches wie eine Bullenflagge gehabt mit 2 Auflagepunkten unten, einem oben, Ausbruch, Aufsetzer. Das hätte also zur Oberseite nach 13.495 führen können. Im M15-Chart hatten wir allerdings eine bärische Wolfowave. Die hatte ihren Apex am Dienstag bereits um 10.45 Uhr bei 13.752, 1, 2, 3, 4, 5 zählbar. Und die Frage war eben, gewinnt die Bullenflagge oder übernimmt der bärische Wolfekeil? Ja, ansonsten hatten wir einen weiteren größeren, auch im Stundenchart H1, H2 etc. pp. Wir gehen ja jeden Tag diese Indizes durch in dem Ausblick und gucken wir mal auf den Folgetag. Da gab es nämlich schon eine kleine Ankündigung, die Bullenflagge zickte. Aber ich schrieb hier eben, wir haben eine wichtige Fibonacci-Sequenz. Die kommt aus dem Stundenchart H2, will ich mal ganz kurz einflippen, nicht dort, einen tiefer. Und zwar hatten wir ja ein Hoch bei 13.793 gemacht, jetzt ist die Fibo ungültig, aber natürlich am Dienstag noch nicht. Das heißt, vom Tief 12.390 zum Hoch 13.793, da hatte ich in den Ausblicken gesagt, wenn der DAX bullisch konsolidieren will, macht er die 23er oder die 38er Konsolidierung. Das ist ja hier erst am Mittwoch passiert. Und insofern hatte ich eben in den Arbeitschart M5 eingezeichnet, die 23er Konsolidierung und die 38er Fibonacci H2 Chart nochmal als Erklärung hinzugefügt. Und der M15, der hatte bereits deutlich abgegeben. Ich habe, glaube ich, es waren 12 Punkte, nee, 13 Punkte. Um 13 Punkte hat er das Tief verpasst. Ich habe natürlich geschrieben, dass ich ihn als damit als technisch abgearbeitet sehe, aber natürlich kann die grüne Ziellinie bei zu dem Zeitpunkt 13.466 trotzdem noch angelaufen werden. Gut, Stundenchart H1 etc. pp. Nächster Handelstag, das war am 10. veröffentlicht für den 11. Ja, da haben wir diese Fibonacci-Retracements nochmal. Wir haben den Stundenchart H2 mit der wichtigen oder mit der bullischen 23er und 38er Konsolidierung. Ach nee, Moment, das ist vor Handelsgewinn, das war der 10. Ja, da habe ich nochmal ein Update reingestellt. Das ist eben nicht nur abends der Ausblick, sondern wenn ich irgendetwas für wichtig halte, dann poste ich das auch vorbörslich. Das war eben am 10. um 8.50 Uhr. Ja, und um 9.43 Uhr gab es dann ein Update. Da haben wir nämlich mit einem knackigen Gap Down und einem Lauf zur Unterseite recht genau, bis auf diesen kleinen Spike, die 23er Konsolidierung gemacht. Und dann ging es spontan sofort mal 100 Punkte nach oben, und da habe ich eben im Blog auch geschrieben, das ist ein Statement der Bullen,
Das ist nämlich die bullischste Konsolidierung, die wir überhaupt nur kennen, die kleinste Fibonacci-Konsolidierung. Und ich habe dann eben auch geschrieben im Blog und abends im Ausblick, dass, wenn das jetzt hier erledigt ist, der Weg zur Oberseite frei steht, denn dann müssen wir nach 13.687 und höher. Der Ausblick für den 11. abends dann geschrieben, da sehen wir nochmal, was an dem Tag passierte, runtergelaufen, dann seitwärts und dann gab es ja die US-Inflationsdaten und da machte der DAX tatsächlich einen Intraday-Gap ab. Der lief also im Hoch hier nochmal das Hoch 2018 an und dann gab es ein Gap-Up. Das Gap vom 8. August wurde geschlossen. Ja, und dann machte er sich auf den Weg zur Oberseite. Und im Stundencharter 1 habe ich dann eben geschrieben, diese Wolf-Wave, die könnte sterben, sofern es eben weiter angeht, denn der Apex hier bei 13.710, der ist zwar kurzzeitig mal übersprungen worden, aber zu dem Zeitpunkt war eben, niemand kann in die Zukunft schauen, war nicht klar, ob es hier wieder runtergeht nach den nach den ersten Freudenhüpfern oder ob wir eben durchlaufen zum Pre-Covid-Allzeithoch 13.795. Gebildet hatte sich aber durch diesen Spike im Stundenchart H1 ein Descending Broadening Wedge. Das konnten wir wunderbar zählen. 1, 2, 3, 4, 5, also im Stundenchart. Ja, und mittlerweile wissen wir, dass wir hier schon mal von der 13.699 zur 13.795 gelaufen sind. Und dann war auch klar, wir haben ja unser großes Descending Broadening Wedge aus dem Stundenchart H2, habe ich auch hier schon oft gezeigt. Und hier eben das kleinere Exemplar, was diesem größeren nochmal ein bisschen Anschub geben kann, um eben diese Marken anzulaufen und möglicherweise auch den Zielkorridor dieses großen Descending Broadening Wedges mit Zielen bei 13.994 und 14.173. Und hier sind die kleinen, also dieses Descending Broadening Wedge, 13.977 und 14.034. Und ich habe im Ausblick eben geschrieben, dass wir dort vier Descending Broadening Wedge Ziele haben, die sich daraus ergeben. Wichtiger war aber der Tageschart, denn, ihr wisst, haben wir uns ja in der letzten Woche angeguckt, ein bärischer Shooting Star, langer Docht, kleiner Kerzenkörper und durch den bullischen Umkehrtag haben wir hier ein Bullish Outside Reversal gehabt. Warum? Diese Kerze ist ja nicht nur ein Marubozu, sondern diese Kerze davor, die Tageskerze davor, wurde in ihrer Höhe komplett eingemantelt. Was also manchmal ein bärisches Engulfing ist, ist in so einem Fall ein Bullish Outside Reversal und eben, ja, Bullish, sagt der Name ja schon. Und damit war klar, die Entscheidung zwischen Gut und Böse, zwischen Bullen und Bären, die fällt zwischen 13.795 und 13.455, was nämlich hier das Tief war. Ja, ansonsten eben DAX und, DAX hätte ich was gesagt, Dow Jones und Nasdaq etc. pp. Also, das ist der tägliche Ausblick, der euch auf dem Laufenden hält. Ich freue mich über jeden Abonnenten und ich möchte nochmal an einen wie sagt man das? Wahrscheinlich ein Abonnent von mir. Also Fibonacci. Sei gegrüßt. Der postet auf dem Avera-Board ganz gerne Charts von mir. Wenngleich er darauf hingewiesen wurde, dass das nicht korrekt ist, ohne Quellennennung und ohne meine Erlaubnis. Also, fühl dich bitte angesprochen. Ich bin es mittlerweile gewohnt, dass Marken, die ich abends poste, am nächsten Morgen irgendwo auftauchen. Auch bei, honorigen Analysten, die für große Banken schreiben. Das kommt immer öfter vor, teilweise sogar im Wortlaut. Aber wenn ihr irgendwelche Charts posten wollt, schreibt mich gerne an und sagt mal, ich möchte das hier und da posten, ist das in Ordnung? Dann gibt es auch ein Okay. Was ich überhaupt nicht mag, ist wirklich einfach dieses Gediebe. Das ist meine Arbeit, die dahinter steht und ich sitze hier nicht wie einige andere irgendwo im Frankfurter West End in einem Glaspalast, sondern ich hocke hier in einer kleinen Dreizimmerwohnung. Das kostet eben Geld, wenn man vier Kinder hat, von denen drei auch noch studieren wollen. Also ich lebe hier ein ganz normales Leben. Ich lebe eben auch davon, dass ich
12 Stunden am Tag den Blog betreue und es gibt eben Menschen, die das honorieren und diesen Blog abonnieren und meine Arbeit schätzen. Und dann gibt es eben Leute, die sich das irgendwo ganz bequem machen, die, egal ob es um Terminologie, um Charts, um Marken geht, die entweder unfähig oder faul sind und sich das einfach dieben und als ihre, ja, ich sag mal, eigene Arbeit ausgeben. Und es gibt eben auch Leute, die einfach glauben, weil sie vielleicht ein Abo bei mir abgeschlossen haben, dass sie die Charts kopieren und irgendwo posten können und das als ihre eigenen ausgeben. Leute, das ist nicht fair. Ne? Also gut, will ich nicht eine zu lange Standpauke halten. Also Fibonacci, bitte macht das, was ich gesagt habe oder lasst das, was ich gesagt habe, weil irgendwann bin ich dann so abgenervt, dass ich meinen Anwalt anrufe und sage, der soll sich darum kümmern. So, sind wir durch damit. Fangen wir mit dem 5-Minuten-Chart im DAX an. Das ist ja Montag gewesen. Freitag auf Montag, kräftiges Gap-Up, hochgelaufen. Hier sehen wir den eben schon gezeichneten Rücklauf auf die 23er Konsolidierungsmarke, das Intraday-Gap-Up nach den Inflationsdaten. Und heute hat der liebe DAX eben genau auf diesem Pre-Covid-Allzeithoch 13.795 geschlossen. Wir haben bereits am 4. August bei 13.793 ein Hoch gemacht. Falls, das ist jetzt Konjunktiv, falls der DAX am Montag zur Unterseite wegbricht, hätten wir damit ein Doppeltop im Chart, denn diese 13 oder 15 Punkte, die sind unwichtig aus Tagessicht. Es ist also wichtig, wenn die Bullen zur Oberseite Fortsetzung feiern wollen, dann müssen sie auch am Montag zur Oberseite, oder ich sag mal, falls es hier irgendwie 30, 40 Punkte Gap Down gibt, müssen sie anschließend wieder zur Oberseite ziehen. Ja, bis das nicht passiert, Unterstützung jetzt, nachdem wir das hier per Gap überwunden haben, das Hoch aus 2018 bei 13.596, das Hoch aus 2019, das Hoch aus 2017 oder diese immer wieder genannte braune Zone aus 3 Jahresmarken. Die nächste wichtige Jahresmarke wartet hier bei 13.903. Das ist nämlich das Hoch aus 2020. Der 30-Minuten-Chart zeigt eine nicht mögliche, sondern eine aktive bärische Wolf-Wave, die aber am Montag sofort starten muss, denn der Apex liegt auf 9.30 Uhr. Das heißt, die erste Stunde am Montag wird wichtig. Da wird dieses Ding entweder sterben, weil die Kurse oberhalb 13.785 laufen, oder sie bleibt am Leben, wenn es am Montag, durch welche Umstände auch immer getriggert, zur Unterseite geht. Ginge es zur Unterseite, dann würde die Ziellinie bei 13.634 warten. Im Stundenchart, das im Tagesausblick schon gezeigte Descending Broadening Wedge 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hier wird gehakelt, nicht? Das geht seit heute Morgen, oder heute ist ja Freitag, seit 9 Uhr geht es eigentlich um diese Linie. Sie ist gleichzeitig eben auch, oder diese Marke 13.795 ist gleichzeitig auch die, oder fast gleichzeitig die 1 der Formation. Das ist das Hoch, von dem ich eben sprach. Und jetzt kommt es eben drauf an, wird das ein Doppeltop? Einmal angelaufen und dann hier mehrfach versucht und es geht runter und die M30 Wolf-Wave wird gemacht, oder setzt sich dieses bullische Descending Broadening Wedge durch und wir gehen am Montag möglichst mit dem Gap-Up in den Handel und hätten dann im Grunde freie Bahn nach 13.977 und 14.034, was die Ziele dieser Formation sind. Der 2-Stunden-Chart zeigt eben, das haben wir uns eben gerade angeguckt, das größere Descending Broadening Wedge. Das hat seinen Ursprung ja hier an der 13.443 und hier ist dieser dreifache Boden im Tages- und auch im Wochenchart. Tief 7. März, Tief 14. Juli, Tief 5. Juli. Eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Bereich, der von 12.438 bis 12.390 läuft. Also in größeren Zeiteinheiten ist das eine Linie. Da sind die statistischen Ziele des kleineren DBWs, was wir hier sehen. Hier sind die Ziele des großen und hier haben wir die schon vor längerer Zeit gezeigte mögliche A-B-C-Bewegung, die ihr Ziel hier im Bereich 13.994, 13.977 hat. Also wenn der DAX da hoch will
muss er über die 13.795 und dann kann er diesen Bereich auch anlaufen. Der nächste 2-Stunden-Chart, den muss ich für die nächste Woche aktualisieren, weil wir sind hier ja drüber und wir wollen genau sein. Hier wird eigentlich nur nochmal verdeutlicht, was der DAX da gemacht hat, nicht? 1, 2, 3, 4, 5 und dann hat er mit einer kleinen ABC konsolidiert und zwar genau auf die bullische 23er Konsolidierung und ist im Begriff weiter anzusteigen. Diese Marke bleibt aber wichtig, also die 13.795 jetzt, ne? So, im 3-Stunden-Chart. Es DBWt überall. Ob das hier eines wird, wird sich erst entscheiden, wenn 14.486 das Feld alle 3 Stunden minimal erreicht werden. Das, was auf jeden Fall hoffnungsvoll stimmt, die 2 des Descending Broadening Wedges bei 13.380, das war das Tief vom 9.5., ist ja überschritten, nachdem sie hier mehrfach nicht überwunden werden konnte. Das ist jetzt passiert. Und solange die 13.380 überwunden ist, das ist Erfahrung aus Tausenden von DBWs, Descending Broadening Wedges, ist es wahrscheinlich, dass die 5 gemacht wird. Letztlich hängt es aber an der 13.795, wie ihr jetzt schon 5-mal gehört habt. Aber wie gesagt, auf diesen Bereich muss man sich einstellen, wenn der Drive, das Mojo hier nicht verloren geht. Im 4-Stunden-Chart sehen wir nochmal, das nehmen wir jetzt nochmal, an die können wir ruhig reinlassen, die beiden Fibonacci-Strecken. Einmal das Allzeithoch zum Tief 12.930, was wir hier machten, und dann die Aufwärtsstrecke, nicht stimmt nicht, und dann die Abwärtsstrecke vom Hoch 14.925 zum Tief 12.93. Und daraus ergeben sich eben 2 verschiedene Fibonacci-Strecken und überall, wo die eng beieinander liegen, können wir Doppelzonen bilden, die wichtig sind. Wir haben es hier an der roten ja über Wochen gesehen, wie der DAX Probleme hatte, über die kleinste Erholung 23.6 zu kommen und über die 38.2. Die nächste Bewährungsprobe, sofern 13.795 deutlich überwunden werden kann, wartet hier. 38.2 Erholung der großen Strecke und die gewichtige 61.8 der kleineren Strecke, also 13.956 zu 13.879. Und man liest ja überall, die Abwärtstrendlinie ist überwunden. Das ist totaler Quatsch, da ist gar nichts überwunden. Denn die Abwärtstrendlinie definiert sich hier über das Allzeithoch, also Auflagepunkt 16.290, zum Hoch vom 6. Juni bei 14.709. Und diese Abwärtstrendlinie verläuft aktuell bei 13.973. Und damit wird, falls es in der kommenden Woche bullisch weitergeht, dieser Bereich enorm wichtig. Also, ganz klare Sache, nicht? Wir haben hier die 13.973, 13.879, 13.956. Und wenn das am Montag nicht direkt durchgeht, sondern vielleicht, wenn ihr unten mal schaut, da wo es gelb markiert ist, am Dienstag, dann könnten die Bullen, wenn sie dann Gas geben, wenn da auch ein bisschen Volumen reinkommt, diese graue Zone eigentlich so als zusätzlichen Befreiungsschlag nutzen. Denn wir hätten eine Fibonacci-Zone überwunden, in der ab Montag 17 Uhr, na gut, da ist dann bald Handelsende, bis kommenden Montag 17 Uhr läuft eben die fallende Trendlinie vom Top in dieser grauen Zone. Das heißt, dieser Bereich, der ist ja nicht groß, was sind denn das? Das sind 20, 76, irgendwie so um die 80 Punkte hoch. Die werden wichtig, denn da liegen eben nicht nur 2 wichtige Fibonacci-Marken, sondern auch diese begrenzende Trendlinie seit Allzeithoch. Ja, ansonsten, wir haben ja noch weitere bullische Figuren. Die ISKS auch lange gezeigt, die läuft recht gut. Das statistische Ziel bei 14.045. Und das habe ich immer noch nicht geändert, das 100%-Ziel bei 14.326. Schauen wir in den Tageschart. Das ist jetzt wichtig. 13.455, das ist das Tief und die Kerze, wo das bullische Outside Reversal gemacht wurde. Hier oben ist der Shooting Star
am Ex-Allzeithoch 13.795, das immer noch nicht per Tagesschluss überwunden ist, sondern die Kerze hat genau drauf geschlossen. Dieser Bereich ist also wichtig. Oberhalb wird das Hoch aus 2020 Ziel und im Tageschart dann eben weitere Erholungsmarken. Und ich habe jetzt hier nicht alle Ziele der bullischen Figuren reingenommen, dann würde das einfach unübersichtlich werden. Dafür gibt es ja dann eben auch die H1 und H2 und H3 Charts. Also, zur Unterseite 13.455 wichtig und dann natürlich dieser Bereich hier lila gemarkt, die große Mindesterholung 23.6 bei 13.310, 200 SMA aus dem Wochenchart und die große 38er Konsolidierung bei 13.221. Und richtig böse wird es eben, falls DAX diese und diesen Bereich bricht. Also hier unten warten, wie ich schon sagte, da wartet ein dreifaches Wochentief auf einem engen Bereich. Wenn das hier bricht, dann wird es übel. Und ja, ob wir da irgendwie Veranlassung haben, davon auszugehen, dass das jetzt hier runterläuft, noch nicht. Ich glaube, es ist allgemein unbestritten, dass wir uns in einer Bärenmarkt-Rallye befinden und die haben die Eigenschaft, dass sie irgendwann entweder ausbluten und langsam wieder zur Unterseite drehen, meistens dann auch beschleunigend, oder es gibt irgendeinen Knall und der Anstieg ist abrupt vorbei und es geht intraday irgendwie 300, 400, 500 Punkte runter oder am nächsten Tag per Gap down. Aber aus dieser Bärenmarkt-Rallye, das dürfen wir nicht vergessen, kann auch eine echte Erholungsrallye werden, wenn sich auf der News-Seite substanziell etwas ändert. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es ist extrem viel Geld im Markt, das will irgendwo hin. Ja, und solange es nicht in Gold und Silber flüchtet oder in andere Sachwerte, muss man sein Geld irgendwo anlegen, nicht? Also, schauen wir mal. Wir wissen, dieser Bereich ist wichtig und dieser Bereich ist wichtig und das wird sich in der kommenden Woche meiner Meinung nach entscheiden. Ich will nicht hoffen, dass wir in der nächsten Woche hier in dieser blauen Zone herumeiern. Das wäre ziemlich langweilig, aber wir haben eben am Freitag auch Verfall. Wir wissen nicht, was da kommt. Der Zweitageschart, der ist mir jetzt mal wichtig. Das ist auch eine kleine Premiere. Die Abwärtstrendlinie, die ich eben zeigte im H4, ist Teil eines fallenden Dreiecks. Das beginnt hier am Allzeithoch, 5.1. oder 6.1. Das ist ja ein Zweitageschart, also jede Kerze bildet zwei Tage ab. Dann haben wir das erste Tief gemacht, 12.438. Wir sind zur 3 gelaufen, bei 14.709. Die Zahl habt ihr im H4 auch schon gehört. Dann ging es zur Unterseite, es wurden die beiden Tiefs bei 12.390 und 12.434 gemacht. Ich habe jetzt mal so einen Mittelwert genommen oder einen annähernden Mittelwert, also der Bereich 12.410, 12.420 irgendwo, da müssen wir jetzt nicht auf den Punkt achten, denn wir sind hier im großen Bild. Fakt ist aber, wenn wir die obere Trendlinie anlaufen, 13.973, dann aktivieren wir ein fallendes Dreieck. Oft ist es so, dass diese Dreiecke von der Unterseite kommen, oder beziehungsweise von oben zur Unterseite, also dass man 1, 2, 3, 4, 5 zählt. Das müssen wir abwarten. In diesem Fall, weil wir hier aber einen Anstieg haben, habe ich zunächst einmal die Zählung hier oben angesetzt. Das muss jetzt niemanden verwirren, es geht letztlich um diese begrenzenden Linien, die oben einmal, zweimal und sofern es sich aktiviert, dreimal angelaufen wurde und die untere ebenfalls dreimal. Das heißt, diese Linien sind wichtig. Wenn sich so ein fallendes Dreieck zur Oberseite auflöst, dann tut es das statistisch mit rund 64% der größten inneren Höhe. Die größte innere Höhe, 1 nach 2 aktuell, beträgt 3.880 Punkte. Das heißt, 64% davon wären 2.483 Punkte ab Berührung der 5 zur Oberseite. Bricht so ein fallendes Dreieck zur Unterseite aus, also unterhalb 12.410, dann sind statistisch 50% der inneren Höhe abzuarbeiten und das sind 1.940 Punkte. Der Apex, unveränderlich, weil wir hier unten eben eine waagerechte Linie haben,
liegt erst auf dem 5. Januar 2023. Aber ihr seht, dass so ein Gebilde knackige Ziele hat. Zur Ober- oder zur Unterseite. Nun sagen viele wahrscheinlich 16.453 unvorstellbar und erst recht 17.850. Ja, würde ich auch sagen, oder sage ich auch immer noch. Trotzdem ist diese Figur da und wir wissen, wie lange es manchmal dauern kann, bis sie ausspielen. Wenn das zur Oberseite geht, können wir hier einen Lauf bis an die 14, 5, 6, 7, 8 sehen, Rücklauf, Abschiedskurs, nochmal wieder eindringen und dann zur Oberseite oder wir schießen hier kurz raus, kommen bis zur 14.500 oder hier bis zur 14.700 und drehen ein und gehen zur Unterseite raus. Alles möglich. Ich sage einfach nur, diese beiden Linien sind wichtig und falls wir schlechte Nachrichten bekommen, einen Wutwinter, den die Politiker ja so fürchten und mittlerweile schon überall klar machen, wer da demonstriert, ist ein Demokratiegegner. Ja, also ich sag mal, wenn sich hier die Nachrichten negativ eindecken und wir laufen zur Unterseite, also die 10.470 kann ich mir vorstellen und die 8.530 sowieso, weil wie ihr wisst, haben wir auch noch entsprechende Figuren im Wochenchart, die so etwas abdecken würden. Für solche Marken brauchen wir meiner Meinung nach gute News. Gut, ich glaube, das ist ausreichend erklärt. Dann schauen wir in den Wochenchart hinein. Dort haben wir ja das bullische Shark Pattern X, A, B, C, D wartet. Mindestziel 9.171. Die 100 oder ja, die 100% Marke wäre 8.255 und so ziemlich oder fast das tiefste wäre 7.210. Also das wäre hier so die Zielzone, wobei dieses Gebilde seine Pflicht, seine Mindestpflicht erfüllt, sobald 9.171 angelaufen würden, was ja bei einer bärischen 100% Auflösung oder fast 100% überhaupt kein Problem wäre. Jedenfalls nicht charttechnisch. Sobald wir aber, das sagte ich auch, über diese braune Zone ausbrechen, das ist das Hoch 2020, sobald wir also über die 13.903 ausbrechen, muss man auch einkalkulieren, dass wir die Super-Duper-Mob-Marke 14.816 nochmal anlaufen. Die hat uns ja hier einmal, Wochenchart, einmal, zweimal, dreimal, viermal fast, fünfmal gestürzt. Dann ging es durch, Rücklauf, Abweiser, runter. Also, ich vermute einfach mal, wenn wir tatsächlich hier hochlaufen in Richtung 14.816, dann kommen spannende Zeiten auf uns zu, weil da dürfte Gott und die Welt short gehen und die Bullen wittern, dass sie mit dem Short-Squeeze zum Allzeithoch und höher kommen. Dann wären eben auch die fallenden Dreiecksziele zur Oberseite durchaus möglich. Aber schauen wir erstmal, ob wir über die 13.903 kommen. Wer länger schaut, erinnert sich an den Buy-Trigger oder Kauf-Trigger der Inside-Woche. Hatten wir ja hier eine kleine Wochenkerze, die im Schatten der Woche zuvor blieb. Hier war der Kauf-Trigger, hier war der Sell-Trigger. Das ist bisher ganz gut gelaufen. 13.019 war die, in Anführungsstrichen, Kaufgelegenheit. Wir sind jetzt bei 13.798, also das hat funktioniert. Aber klar wird eben auch hier im Wochenchart einmal, zweimal, dreimal ein Boden im Bereich 12.438. Und deswegen spielt die Musik jetzt auch zwischen dieser und dieser Marke, zumindest was den Wochenchart angeht, nicht? Ping, pong, ping, pong, ping, pong. Also oberhalb wird's richtig bullisch, unterhalb könnten wir solche Ziele anlaufen. So, und last not least gibt es noch einen 3-Wochen-Chart, auch eine Premiere. Also natürlich nicht für die Leute, die im Blog sind, aber für alle anderen Interessierten. Das hier ist ein 3-Wochen-Chart. Der ist logarithmisch angelegt und in den durchlaufenden Kursen. Das ist also nicht der Xetra-DAX, sondern eben durchlaufend. Da muss man eigentlich gar nicht viel erklären. Sauberer Aufsetzer, Durchrutscher, sauberer Aufsetzer, einer und noch einer. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 blitzsaubere Aufsätze auf dieser steigenden Linie. Sie verläuft in den kommenden 3 Wochen, zumindest hier in den kleineren Zeiteinheiten,
bleibt es natürlich nicht bei dieser Marke, weil die auf der Zeitachse ausgedehnter sind. Aber der Bereich um 12.465 ist wichtig und damit auch der eben gezeigte Bereich so um 12.93, das ist ja hier das Tief gewesen. Und oben eben die auch schon gezeigte Super-Duper-Mob-Marke 14.816, denn das hier ist das Deckelchen auf dem Topf und ja, das flog eben zur Unterseite. Im großen Bild, also diese graue Zone, ist aktuell Spielplatz und das seit Februar, als wir hier reinrauschten und die 14.816 verloren. Ich gehe da nochmal ein bisschen genauer rein. Ja, also solange wir hier rumwursteln, wie gesagt, wir sind im 3-Wochen-Chart, das ist nichts für die Jünger unter uns, die im M1 und M5 unterwegs sind und da rumskalpen, sondern das ist was fürs große Auge, 14, 8, 16, 12, 3, 90. Und wann immer diese Linie brechen sollte, wir haben gesehen, mit welcher Vehemenz das hier Richtung Covid-Tief passierte, was wir im März 2020 machten, wann immer das hier wieder runterläuft, darf man nicht ausschließen, dass diese Linie erneut getestet wird, so wie sie hier zweimal Anlaufpunkt war und hier und hier. Und dann wären wir im Bereich 9.094 und dann 9.094, 9.171. Könnte es eben sein, dass wir tatsächlich dieses bullische Shark Pattern erfüllen, denn hier unten würde der Kauftrigger warten. Das heißt, in diesem Bereich, irgendwo zwischen 9.171 und 7.210, das wäre dann eben auch, ich sag mal, Long-Term-Investment-Chance. Irgendwo in diesem Bereich könnte man dann beginnen, sich zu positionieren, falls es knallt. Das wissen wir nicht, ich kündige das auch nicht an. Ich zeige eben einfach nur Figuren und Formationen, die in den Charts sind. Was ihr daraus macht, ist eure Sache. Na, ansonsten hätte ich eine Glaskugel und wäre Milliardär. So, dann sind wir mit dem DAX durch, gucken uns den Dow an. Der spinnt ja auch ziemlich rum. Das ist der 5-Minuten-Chart, den habe ich gestern Abend gepostet. Gap Up, noch eine bullische Insel, noch eine bullische Insel. Gestern Abend waren wir hier und da habe ich dann einfach mal im Blog so mit der schnellen Hand die 1, 2, 3, 4, 5 bullische Wolf-O-Wave eingezeichnet und mich gefragt, ob der das auch noch abholt. Ja, wie wir sehen, heute mit dem Gap Up hoch, kurzer Rücklauf und ja, schauen wir mal, ob er bis 22 Uhr noch die 33,96 abholt. Also schon ziemlich schräge, was der Bursche da macht. So, jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Ich wollte nämlich nach dem DAX die 4-Stunden-Charts aufziehen, die wir uns ja in den letzten Wochen auch schon angeguckt haben. Das machen wir mal kurz. Also, Nasdaq. 23er Mindesterholung steht ja auch jeden Tag in dem Newsletter und im Ausblick, der im Blog und im Leserstream zu lesen ist. Die 23er Mindesterholungen waren wichtig, da ist ja auch lange dran gekämpft worden. Nasdaq hat hier sich auf die 38er Erholung gesetzt, ist dann runter mit dem Gap Up, hat sich direkt drauf gesetzt. Tja, auch wenn das irgendwo kleinere Bewegungen sind, er ist, solange die 13.225 per Tagesschluss nicht mehr unterschritten werden, auf dem Weg zur 50 und vielleicht auch zur 61.8 Erholung. Der S&P ist wieder Dow Jones ziemlich cocky unterwegs, das heißt, da ist Druck drauf. Beim Dow und beim S&P kann das sehr gut damit zusammenhängen, dass hier auch Brot- und Butteraktien drin sind. Das heißt, die sind nicht so sehr tech-lastig, sondern dort ist eben auch das drin, was in schlechten Zeiten von drohende Rezession, von Inflation und so weiter, immer gebraucht wird. Essen, Trinken, Kleidung etc. Ja gut, also die beiden auf jeden Fall zur Stunde deutlich über ihren 50% Erholung. Das ist ja schon mal was, denn das sind die Allzeithochs und das sind die jüngsten Tiefs gewesen. Und solange 4.226 im S&P überwunden bleibt, geht die Reise zur wichtigen 61.8. Die ist natürlich immer wichtig. Bei 4.365 und gleiches gilt für den Dow Jones, der seine 50% Marke bei 33.302 mit aktuell handelnd über 300 Punkte höher stehend sich dann auf die 34.163 fokussieren kann. Der DAX hat es nach etlichen Abschiedsküssen geschafft, sich von seiner 23er Mindesterholung zu lösen,
ist aber noch immer nicht über seine 38er Erholung und damit ist er aktuell noch der schwächste Index von allen. Sicherlich nicht ohne Grund. Und die Frage ist jetzt einfach, die habe ich auch in den Ausblicken die gesamte Woche immer wieder eingefügt. Die Frage ist eben einfach, irren sich hier die US-Indizes oder wird der DAX am Montag, am Dienstag zur Oberseite schießen und einfach aufholen? Manchmal ist der DAX ja ein kleines Orakel. Wenn der nicht weiterkommt und die US-Indizes laufen, könnte ich jetzt mindestens 15 Beispiele bringen, dann ist der DAX manchmal so ein Orakel. Der dribbelt da unten rum und man fragt sich, was soll das? Alles geht nach oben und DAX hängt hier wie ein Schluck Wasser in der Kurve und plötzlich kommen die US-Indizes runter. Und genauso haben wir es, dass die Indizes laufen ab und zu und der DAX scheinbar schlafwandelt oder im Winterschlaf ist und dann plötzlich mit 2-3 Tageskerzen zur Oberseite schießt und alles abräumt und eben aufholt. Beides ist möglich und es hängt mit Sicherheit von der 13.795 ab und in diesem Fall eben auch von der 13.880. Und wir haben die Figuren gesehen, die wir oder die ich im DAX gezeigt habe. Da wird es eben einfach drauf ankommen, was der gute DAX jetzt ab Montag macht. Also wenn der hier oben rausgeht, dann kann er die Woche zum kleinen Verfall möglicherweise, wenn dann hier genügend Shorts positioniert sind, an der 13.795 bis 13.903, dann kann er sie natürlich schmaucheln. Und wenn Shorts covern, dann sind das Käufe im Markt und dann kann das tatsächlich deutlich zur Oberseite ziehen in der kommenden Woche. Ja, aber ich wiederhole mich, unten ist wichtig, oben ist wichtig und Gott behüte, dass wir in der Woche den hier machen. So, 5 Minuten Chartdauer haben wir uns angeguckt, den Lacher. Gucken wir uns den 30 Minuten Chart an, auch einige Zeit lang gezeigt. Wir hatten ja hier einen fallenden Keil, 1, 2, 3, 4, 5, also kein Hohlfe-Keil. Der ist ausgebrochen. Als Ziel hatte ich errechnet 32.379. Das wurde bereits am 28.07. erreicht. Dann lief es eben zur Oberseite, hier nochmal aufgedockt, nochmal. Und am Montag war das direkt zur Markteröffnung, wurde das 100%-Ziel bei 33.048 abgearbeitet. Und damit kann auch dieser Chart, das ist in diesem Monat der 8. Chart, der ins Ziel gelaufen ist, zu den Akten gelegt werden. Der Stundenchart zeigt uns die, haben wir uns ja auch elendig lange angeguckt, Cup-and-Handle-Formation, die sich hier bei 31.842 aktivierte und dann noch rumzickte, aber wann war denn das? Am 27.07. mit dem schönen ersten Starter zur Oberseite zog. Tja, und wir sind aktuell mit dem Hoch so bei 33.660, also wer hier unten bei 31.642 den Zeh ins kalte Wasser gehalten hat und nicht anfing zu zittern und auch diesen Rücklauf mitmachte, der dürfte komfortabel im Plus sein. Jetzt haben wir hier eine bärische Wolfe-Wave oder einen bärischen Wolfe-Keil. Ob der was wird, weiß ich nicht. Der Überschussbereich gibt es noch her. Wir haben das statistische Ziel dieser Cup and Handle ebenfalls erreicht. Das haben wir mit dem Gap-Up am Mittwoch getan, der 10.8. Das waren 1.357 Punkte seit hier bei 33.199. Das 100%-Ziel, dann wären 2.189 Punkte drin. Liegt bei 34.031. Ja, achten kann man jetzt auf die obere Begrenzung dieses aktiven Wolfe-Keils. Der hat seinen Apex irgendwo, na, Pi mal Daumen, Auge, irgendwo in diesem Bereich. Also gegen Ende des August werden wir natürlich in den Ausblicken und im täglichen Newsletter weiter verfolgen. Aber aktuell sieht er nicht so aus, als wenn er schon Lust zur Umkehr hätte. Aber wie gesagt, 33.247 am Montag. Weil es ja doch steigt, dürfte das so im Bereich 33.250, 255 sein. Da mal ein bisschen aufpassen, falls wir mit dem Gap Down am Montag reinkommen oder falls wir heute, wie spät ist es jetzt,
bis 20.09 Uhr. Falls wir heute hier noch ein bisschen abverkaufen, dann eben mal aufpassen. Aber ansonsten ist es hier weiter bullisch, nicht? Ich meine, das ist hier ein schönes Gap-Up gewesen, gefolgt von einer bullischen Insel, noch eine bullische Insel. Also, wie weit das trägt, werden wir sehen. Im Tageschart haben wir ja einen großen Wolfekeil. 1, 2, 3, 4 und der schießende 5. Und auch das war immer wieder gesagt, sobald wir diese 23.6 Mindesterholung aus dem H4 überschreiten bei 31.376, wird es wichtig. Hier ist die Cup and Handle Nackenlinie, die wir uns eben im Stundenchart H1 angeschaut haben. Ja, muss man nicht viel sagen. Wir haben hier noch die Wochentrendmarke 32.917 und das Hoch vom 1. Juni ist auch überwunden. Das heißt, diese blaue Zone ist jetzt kurzfristig für mich Unterstützung. Wenn die bricht, könnte es auch was mit der Wolf Wave werden, die ich eben gezeigt habe. Also, ich sag mal, die 33.270 auf der Uhr behalten und den Wochentrend, den halte ich für viel wichtiger, 32.917. Nächstes Ziel wäre die obere Keiltrendlinie dieses Wolfe-Gebildes bei 33.907. Und da das Ding jeden Tag ein bisschen fällt, am Montag bei 33.900 und kurz oberhalb bei 34.110, einmal, zweimal das dreifache Top. Also, spannende Geschichte. So, Wochentrend. Gucken wir uns hier nochmal kurz an. Da gehen wir mal in die Woche rein. Falscher Chart. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den hier habe. Auch nicht. Also jetzt muss ich mal kurz das Video anhalten. Ja, so ist das zum Freitag. Das war natürlich der 2-Wochen-Chart. So, da haben wir ihn. Auflagepunkt 2018, dann einmal, zweimal, dreimal, viermal. Hier auch einmal, zweimal, dreimal, viermal Abschiedskurs zur Oberseite. Da sind wir jetzt durch. 32.917 ist wichtig. Und solange der Dow Jones da drüber ist, ist er zumindest auf Wochenbasis nicht absturzgefährdet. Das ist eine wichtige Information für alle, die ein bisschen langfristiger drin sind. Und deswegen ist diese blaue Zone eben wichtig. Das sind ja auch multiple Hochs gewesen, wobei das höchste Hoch 33.272 war. Und da liegen ja auch noch ein paar Pünktchen dazwischen. Also darauf mal achten, falls er hier an der oberen Kaltrendlinie also auf den Deckel kriegt. Oder da cocky durchgeht und bei der 34.110 die Bremse angezogen wird. Also diese Marke weiter beachten. So, und dann habe ich noch einen Dow Jones Eintageschart, einen weiteren. Das ist nämlich ein mögliches DBW. So, und wer ein bisschen Erfahrung mit Descending Broadening Wedges hat, der weiß, dass die manchmal und gerne auch in den größeren Zeiteinheiten an der 5 zicken. Das heißt, die 5 wird angelaufen, vielleicht auch leicht überschossen und dann geht eine Konsolidierung los, die eben nochmal in etwas tiefere Gefilde führen kann. Selten auch tatsächlich zu den Tiefs, die dann abverkauft werden. Aber wenn wir uns das Allzeithoch anschauen, 36.952, und wir schauen uns das jüngste Tief an, was wir hier am 17.06. gemacht haben bei 29.653, dann wartet jetzt bei 33.922 die obere Trendlinie dieses möglichen DBWs, was erst zu einem DBW wird, wenn die 5 gemacht wird. Ja, der Spannungsbogen, wir sehen hier 61er Erholung. Bei 34.163 die obere Trendlinie 33.922 und damit ist dann auch irgendwo klar, wenn es am Montag weiter zur Oberseite geht, dann mal auf diesen Bereich achten. Also falls die 5 zickt, dann müssten wir tatsächlich mal hier eine Fibo anlegen. Ich mache das mal kurz, muss ich diese mal löschen. Jetzt nehmen wir mal an, dass das so mehr oder weniger punktgenau da auf der Linie passiert. Dann müssten wir eben in so einem Fall, falls die 5 zickt, auch mit in einplanen, dass es
nochmal eine 23er-Konsolidierung gibt, die der DAX ja schon absolviert hat, 32,873. Möglicherweise geht es dann sogar nochmal runter auf die 38er, 32,257, was hervorragend zu einem Backtest der 2 dieses DBWs führen würde. Und die 2 eines DBWs, das sage ich auch immer wieder, 1, 2, 3, 4, dann läuft es hoch. Und wenn es über das Tief der 2 ansteigt, wird ein Anlauf der 5 wahrscheinlich. Das habe ich heute, glaube ich, schon mal erzählt, als wir im 2-Stunden-Chart waren, nicht? Ja, irgendwo habe ich das schon noch mal erwähnt. Gut, ich glaube, ich bin so ziemlich durch mit dem Thema. Wir sind übrigens jetzt seit einer Woche auf dem neuen Server bei einem neuen Provider, Dogado. Top Provider, kann ich echt nur empfehlen, hat uns super betreut, der Server und der Blog läuft super schnell und das versetzt mich auch in die Lage, neue Abonnenten aufzunehmen. Wir waren ja vorher irgendwo technisch und auch ja überhaupt etwas begrenzt. Das heißt jetzt nicht, dass ich 500 oder 600 Leute im Blog haben will, dann wird es unübersichtlich, aber wer Lust hat, schreibt mir eine Mail an projekt30.blog. Nee, stimmt nicht. marius@projekt30.blog, so ist es richtig, und schreibt eben einfach rein Blog oder Laserstream und dann schreibe ich ihn an mit den Zugangsdaten und ja, das ist der Chat, der Blog projekt30.de und www.projekt30.blog. Da gibt es jeden Abend den Ausblick für den nächsten Handelstag und Intraday eben auch mal Updates auch zu Aktien. Da habe ich in der letzten Woche 3 oder 4 Aktien vorgestellt. Das kostet 15 Euro im Monat oder 40 für 3 Monate. Da freue ich mich auch über jeden Abonnenten. Und das hier ist wie gesagt der Börsenblock. Da fliegen den ganzen Tag Chats und Meinungen und Updates. Also da, das ist eher etwas für Leute mit Tagesfreizeit und Lust an Interaktion. Und das ist eher etwas für die, ja, für die Leute, die einen Überblick haben wollen, ihre Meinung mit meiner abgleichen und die einfach eine gewisse Kontinuität haben wollen, denn das habe ich auch schon oft genug gesagt. Hier wird nicht jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben, sondern die Ausblicke oder die Marken, die wichtigen Marken, die ich nenne, die bleiben in den Charts immer wieder, damit wir auch erkennen können, wie markentreu der DAX in einigen Marktphasen sein kann, so wie aktuell. Ja, genau, hier war Siemens Energy, Fielmann, Deutsche Bank und TUI mal als Intraday-Update bei projekt30.blog. So, ich freue mich über einen Daumen hoch und Kommentare und ja, ihr könnt gerne mal so 2, 3, 4 Aktien nennen und die, die das auch wollen, liken dann das Posting von demjenigen, der eine Aktie postet, die auch gewünscht ist, dann werde ich nächste Woche mal wieder die 2, 3 oder auch 4 Gewinner, die am meisten Likes haben, hier vorstellen. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Also, bis dann und tschüss, tschüss.